Da funktioniert's oder was? Und jetzt funktioniert's auch oder was? Na, das ist natürlich echt schlau gemacht. Und hier muss ich jetzt erstmal vom Baum aus gucken, ob ich hier alles dran bekomme. So, hier will ich jetzt nicht runterfallen. So, und da oben dran. Es wird auf jeden Fall echt ein schräges Hexenhaus. Vor allem auch vom Bau her. So. Und wir müssen jetzt erstmal pennen gehen und dann Steine holen nochmal. Ein wenig Nachschub. Boah, cool, da haben wir ja echt viel verbaut. So, und gute Nacht. So. Einmal aufgewacht. So, jetzt wird man ja hier unsere Leiter benutzen. Bum, 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 bum. Bi, 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 bi. Unser Glowstone. Hier müssen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen ausbauen. Boah, da hat man ein neues Land und ein neues Gebiet und muss man sich auf jeden Fall echt reinlegen. Aber so war es ja am Anfang des Let's Plays genauso gewesen. Boah, krass, was wir alles bis jetzt schon geschafft haben, ist echt krass. Und gab auch viele Pausen zwischen euch bei mir. Gebe ich offen und ehrlich zu. Oder beziehungsweise kann ich ganz offen und ehrlich drüber reden. So, Flint braucht man nicht. Was wollten wir jetzt mitnehmen? Stein. Da nehme ich jetzt auf jeden Fall echt so viel mit, dass es genug erscheint. Ach, hier haben wir ja noch Bruchsteintreppe. Hätten wir uns gar nicht so viel machen. Oder beziehungsweise hätten wir uns gar nicht so viel jetzt mitnehmen brauchen. Wenn wir noch einen 64er-Stack haben. Aber es sieht auf jeden Fall echt cool aus. Dann mache ich dann noch so... So eine ganz strange gebaute Spitze mache ich da denn noch. Boah, das sieht bestimmt letztendlich cool aus. Aber ich lasse mich überraschen. Ich glaube, dann gehe ich jetzt gleich von außen durch, weil da sparen wir denn nicht so viel. Ach stimmt, hier war ja... Ah, da höre ich doch schon einen Skelettarsch. Aber der verbrennt, glaube ich, gerade. Hallo, Herr Skelett. Keiner zu sehen, zum Glück. Hier muss ich auf jeden Fall auch mal zumachen, weil ich glaube, da kam letztes Mal der liebe Herr Creeper her. Ach, Mensch. Oder wenigstens Licht hinmachen. Ah, ich mache hier, glaube ich, erstmal so ein Polizei-Do-Not-Cross-Flatterband hin. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. So, 1, 2, 3, 4, 5... Oh, hoffentlich wird das hier nicht wieder so ein Problem. So. Gut. Dann habe ich jetzt hier, glaube ich, erstmal überall hingemacht. Hier die Ecke noch. Ich glaube, hier fehlt die Ecke auch noch. Aber hier fehlt allgemein noch ein bisschen. So, ich hoffe, das passt jetzt alles. Na, toll. Und wo ist unsere Eisenspitzhacke? Hier. Oh, ich dachte schon... Dachte schon, sie ist wieder verloren da oben. Gut, hier liegt noch ein Treppchen. Ich glaube, jetzt ziehe ich hier erstmal die Dachrinne so einmal rum, damit wir es nicht so schwer haben. Und dann glaube ich, mache ich das von oben, weil das ist dann doch viel entspannter. Boah, wie weit sich das Dach denn auch erstreckt. Wird auf jeden Fall echt ein Klopper. So. Ich arbeite und hantiere hier in gefährlichen Höhen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Nein! Und essen muss ich vor allem auch mal. Boah. Wenn ich auf einfach spiele... Ich glaube, im Baumodus mache ich immer mal auf Friedlich-Modus. Hier einfach normal und schwer natürlich. So, Friedrich. Unseren Friedrich-Modus. So... Und dann mache ich das Ganze auf jeden Fall erstmal von oben, damit ich da erstmal nicht so die Gefahr habe, runterzufallen. So, den Rest mache ich jetzt auch erstmal von da oben. So, und einmal hochklettern. Boah, sieht da von oben echt cool aus. Habe ich ja schon mal erwähnt. Hier mache ich jetzt erstmal nochmal ein Dings hin. Oh, cool, passt sogar.
So. Und ran da. So, cool. Dann können wir den Rest jetzt erstmal ergänzen. Warte mal, die offene Ecke wollte ich, glaube ich, so lassen. Ja, das würde ich so abstufend lassen. Das heißt, du kommst weg und du kommst weg und du kommst weg. Den Rest sammle ich dann erstmal ein, nachher. So, voller Contenance. Ich hoffe, dass ich das jetzt erstmal richtig mache hier. So. Hier. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier lasse ich das einfach so innen. So, dann müsste es jetzt passen. Dann baue ich hier erstmal alles ab. Ich glaube, dann baue ich das hier von hier oben ab und sammle das dann gleich nochmal alles ein. Boah, cool, die Landschaft da hinten. Sieht echt sehr cool aus. Da werden wir auf jeden Fall dann in den nächsten Folgen, denke ich mal, werden wir da dann erstmal eine Erkundungstour machen. Weil ich denn doch mal gerne wissen will, mit was für einer Landschaft wir es hier zu tun haben. Und als ich mal im Kreativmodus so mal rumgeflogen bin, so einfach aus Langeweile, da gab es ja echt viele Biome. Aber welchen Biom ich auch cool fand, war zum Beispiel Sumpf. Da gab es dann zum Beispiel auch so eine Hexenhäuser. Oder allgemein Häuser, wo zwar so gut wie gar nichts drin ist. Da ist, glaube ich, das Einzige, was da drin ist, ist, glaube ich, ein Blumentopf, wenn ich mich nicht irre. Ein Blumentopf mit Erde. Autsch! Aber trotzdem, Sumpf sieht, finde ich, echt cool aus. Und allgemein sind jetzt, ich glaube, in die 30 neue Biome oder so gekommen. Und zum Beispiel habe ich auch ein Biom irgendwann mal, das war schon eine Weile her, habe ich mal gefunden, das war so wie ein Fichtenbiom, bloß das halt im Boden so ganz viele Cobblestones waren, also Kloppersteine. Unsere sogenannten Kloppersteine. Und ja, so einen hätte ich echt gerne mal wieder gefunden, beziehungsweise habe mich gefragt, was es damit auf sich hat. So, unser Dächlein ist dann jetzt, denke ich mal, gedeckt. So, machen wir hier mal für den Screenshot der Folge. Hahaha, cool. Brauche ich mir da... Ne, warte mal, das war gerade doof, glaube ich. So, damit das Minecraft und alles mit reinpasst. So. Gut. Dann ist hier alles soweit fertig. Da hinten, das Dach ist auch so. Hier die Ecke und hier, na, das ist ein bisschen klobig, aber das belassen wir einfach mal dabei. Ich überlege auch, ob ich hier so wie im Wilden Westen so ein bisschen runterhängen lasse, so, oder nicht runterhängen lasse, so ein bisschen Hölzer hinmache. So, mein nächster Plan war jetzt hier erstmal die Balken wieder wegzumachen und ein Röhr zu setzen. Dann passt das auch besser, dann sieht das auch so aus, als wenn, sage ich jetzt mal, die Balken auf den Holzwänden liegen. Sage ich einfach mal. So. Und theoretisch könnte man ja denn hier mit Steintreppen oder mit Holztreppen könnte man ja denn hier so eine Stützen machen. Oder warte mal, die kann man ja allgemein machen am Ende. Ich glaube, das mache ich dann auch. Dann passt es ja von der Höhe und belästigt da keinen, dass man da sich mit dem Kopf stößt oder so. So, jetzt muss ich mir erstmal einen Kopf machen, wie das hier alles war. So, 1-2, 1-2, dann passt es. Aber ich denke mal, jetzt muss ich sowieso gleich nochmal wieder auf Suchtour gehen. Und gucken, ob ich hier alle Klötzer wieder einsammeln kann. Oder beziehungsweise, ob ich hier alle finde. So. Zack, zack. Und da sehe ich doch schon, dass das nicht reicht. Oder? Ah, es passt gerade so, glaube ich. Haha, wie letztes Mal. So, ich überlege noch, ob ich das mit Dings mache. Ob ich das so mache. Oder mit Holz. Aber ich glaube, ich lasse das mal erstmal mit Stein, weil das Haus eigentlich allgemein auch ziemlich steinlastig ist. Oh, cool, wir haben Klotz über sogar. Aus nur Gott weiß warum Gründen. So, Mensch, das sieht doch cool aus. Da hinten habe ich vergessen. Da muss ich mir nur noch was mit den Glowstone überlegen. Aber ich glaube, da werde ich, glaube ich, noch irgendwas in der Mitte des Raumes nutzen. Vielleicht so, weiß ich nicht, mit Spinnenweben oder so. Und dann, haha, da fällt mir auf jeden Fall noch einiges zu ein. Aber jetzt werde ich erstmal nochmal gucken, wie ich das mit dem Dach mache. So, ich denke mal auf... Ach nee, warte mal, ich wollte ja auf den Balken noch spazieren gehen.
Ach Mist, das wird jetzt erst... Ach doch, das wird ja noch was. Ach, ich bin ja blöd. Ich kann das ja... Ich kann das ja zwar so... Und dann einen höher machen. Ich überlege gerade. Ah, ich glaube, ich mache jetzt erstmal... Ich ziehe jetzt erstmal so eine Runde. Und dann... Habe ich gerade auch wieder eine coole Idee im Kopf. Wie man das Dach auf jeden Fall echt spitz wirken lassen kann. Ich glaube, hier mache ich mal einen Aufstieg. So. Momentchen. So, und wieder weg. Mit dir. Und dann baue ich hier weiter. Heiter, heiter. Oh, hohoho. Nix da mit heiter. So, wir haben ja zum Glück genug Steine mitgenommen. Ahaha, das ist ja blöd. Scheiße. Dann muss ich mir jetzt irgendwas nochmal erdenken, wie ich das mache mit der Leiter. Aber ich glaube, dann mache ich jetzt erstmal kurz weg. So. Vielleicht mache ich da auch so eine Art Schornstein hin, wo man hochklettern kann, so ganz heimlich. Doch, das wäre eigentlich gar keine so schlechte Idee, hier so ein Schornstein so. Und dann irgendwie so mit diesen Steinen. Ach, weiß ich nicht. Na, mal gucken. Schlafen kann ich noch nicht. Das heißt, ich mache jetzt erstmal vorher noch die... Die lieben Stüfchen. So. 64er Stack, dann lasse ich das erstmal. So. Gut. Ach, warte mal. Momentchen, ich kann ja hier zubauen. Dann lasse ich hier einfach offen, weil mit der Leiter komme ich ja dann immer raus. Vielleicht baue ich da auch so ein Dachfenster. Vielleicht lasse ich das auch offen irgendwie, endgültig. So. Die Runde schaffe ich noch und dann muss ich mich auf jeden Fall erstmal schlafen legen. Hoppala, was ist denn hier los? Haha, hier passt irgendwas nicht. Hier muss auf jeden Fall alles nochmal raus. Aber nicht so wild. Das geht ja ganz schnell und fix. Da habe ich natürlich was vergessen. Und hier genauso. Ah gut, stimmt. Ich habe das ja sowieso erstmal nur an der einen Seite da gemacht. So, unsere Leiter ist fort. So, einmal festmachen und festhämmern. Hupala, was war das denn gerade? So. Manchmal spinnt Minecraft noch ein bisschen. Das war ja genau das gleiche gewesen mit der Blume da. Dieser Easter Egg, sage ich. Dieses Easter Egg, sage ich mal. So, ich sollte mich mal beeilen, bevor die Endermänner wieder kommen und mir alles klauen. So, dann sammle ich da gleich erstmal, aua, die Leiter ein. So, und ich glaube, dann mache ich auch eine Aufnahmepause erstmal. Dann baue ich da jetzt schnell jetzt nochmal rum. Und dann werde ich ein Aufnahmepäuschen erstmal in Betracht ziehen. Ach Mist, stimmt, das war ja hier bei Stüfchen so. Dann müssen wir doch irgendwie nochmal gucken wegen Dings. Dann müssen wir wirklich erstmal gucken, ob wir da vielleicht doch einen Schornstein oder so hinmachen, dass das denn irgendwie, naja, mit Dings ist. So. Und einmal rum. Und dann mache ich hier die restlichen auch noch. Und dann muss ich mal zusehen, wie ich das mache. Oder machen will. So. Und ran da. Mensch, cool. Dann sind wir jetzt erstmal halbwegs fertig mit dem Dach. Autsch. So, und ja, dann verabschiede ich mich jetzt erstmal und wir sehen uns dann, ganz plausibel gesagt, in der nächsten Aufnahmesession wieder. In alter Frische so zu machen. Ach nee, ich gehe mal nach oben. Dann betrachten wir die Sache von oben. Und hier sind unsere coolen Balken und unser cooles Dach. Und ja, wir sehen uns dann halt in der nächsten Aufnahme wieder und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und bis dann. Tschüss.